Würfelbox. Herzlich willkommen hier bei Würfelbox. Ich bin der Markus und wir sind heute hier beim vierten und erstmal letzten Teil unserer Spielesammlung, die wir euch präsentieren möchten. Wir sind jetzt im obersten Geschoss und da besteht unsere Sammlung eigentlich noch hauptsächlich aus zwei großen Schränken. Einen seht ihr hier direkt neben mir und einen kleinen Schrank. Dieser große Schrank ist der einzige mit Türen. Es hat keine große Bedeutung, warum jetzt hier Türen sind. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche geheimen, verborgenen Spiele dahinter wären, aber der Schrank, in dem waren ursprünglich andere Sachen eingelagert und irgendwann mussten die den Spielen weichen. Fangen wir ganz oben an, in einer Höhe, in der nur ich sie erreichen kann, haben wir einige Erweiterungen für Spiele, wie zum Beispiel Time Stories, Hinter der Maske oder Descent, Mists of Bylehall, die neueste Expansion, die allerdings nur eine Kampagne mit einem Akt beinhaltet, und Francis Drake, ein sehr gutes Eurogame mit dem schönen Mechanismus, dass man selbst entscheiden muss, wie weit gehe ich, denn ich kann nicht mehr zurück beim Setzen meiner Arbeiter. Dann gehen wir mal in die Schränke, in das Innere hinein. Hier links zwei Spiele, die ich sehr gern mag. Twin Timbots, ein Spiel, um das Roboter programmieren zu programmieren, und zwei Roboter gleichzeitig. Und was an dem Spiel sehr schön ist, was mir persönlich gefällt, ist, dass jeder Spieler Programmschritte hat, die für ihn einzigartig sind. Und während des Spiels kann man mehrere solche einzigartiger Programmschritte bekommen. Professor Pünschke ist eines von zwei Induktionsspielen, die ich kenne. Deduktion kennt man ja häufig, wie zum Beispiel bei Werwolf. Induktion hingegen wäre sowas wie Sendo, bei dem ich versuche, aufgrund von einzelnen Hinweisen eine allgemeine Regel zu erkennen. Und neben Sendo, wie gesagt, ist Professor Pünschke das zweite Spiel, was ich dazu eigentlich kenne oder was irgendwie im größeren Rahmen aufgelegt wurde. Wir schauen in den rechten Schrank rein und hier sehen wir, der überrascht sich immer selbst, was in den Schränken drin ist. Blood Rage, ein wirklich fantastisches Spiel aus dem letzten Jahr. Einige Sentinels-Erweiterungen und hier auch Dominion Prosperity. Meines Erachtens die beste Dominion-Erweiterung, zumindest gleich auf mit Seaside. Eins tiefer sind wir, wir haben vorher schon Hinter der Maske gehabt, bei Time Stories und den ersten beiden Expansions, eins unserer Lieblingsspiele, und wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die nächste Erweiterung und wir hoffen, dass es zeitnah erscheint. Ansonsten, hier in dieser Brotzeitbox sind Miniaturen für Mage Knight Dungeons und Mage Knight allgemein drin. Ist auch schon ein älteres Spiel inzwischen, wobei Mage Knight Resurrection neu aufgelegt wurde vor ein paar Jahren. Ich wechsle hier immer, das ist gar nicht mehr so schlau. Auf der linken Seite haben wir mit Age of Empires 3, Age of Discovery, eines der größten Worker-Placement-Spiele wahrscheinlich. Ist etwas älter schon und trotzdem immer noch genial und hat als eines der ersten Worker-Placements, zumindest die jetzt mir gerade in den Sinn kommen, die Idee umgesetzt, dass es verschiedene Arbeiter gibt. Also dass ich nur eine Art von Arbeiter habe, sondern eben unterschiedliche. Und unser Pandemic Legacy, welches wir erfolgreich zum Ende gebracht haben. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen, weil sonst würde ich hier jedem, der schon noch nicht gespielt hat, das Ganze spoilen. Hier weiter unten sind einige kleinere Spiele. Raptor ist ein schönes asymmetrisches Zweispielerspiel, was allerdings ein bisschen auf der Seite von einem Spieler ist, das Balancing. Polarity ist ein sehr einzigartiges Spiel, bei dem man versucht, magnetische Scheiben zu, nicht stapeln, sondern aneinander zu lehnen, dass sie schweben. Trüffelschnüffel hat auch Magneten, und noch eins tiefer haben wir hier Maze Racers, auch mit Magneten. Das heißt, hier ist so die Stelle, an der keine elektronischen Geräte am besten in die Nähe kommen sollten. Deswegen ist zum Beispiel Space Alert auf der rechten Seite, bei der eine CD bzw. das ganze USB-Stick dabei ist, mit einem gewissen Abstand eingelagert. Ja, Space Alert, ein kooperatives Spiel, bei dem man auf Zeitdruck versucht, einzelne Programmierschritte auszuführen, dadurch das Raumschiff, welches in eine fremde Galaxie vorgedrungen ist, vor Eindringlingen zu schützen, und Favor of the Pharaoh, eine Neuauflage von To Court the King, bei dem man versucht, sich immer mehr Würfel anzusammeln und damit verschiedene Ergebnisse zu erzielen. Ein bisschen so im Yahtzee-Style auch. Eigentlich ein sehr schönes Spiel. Dann, wir haben viele kleine Spiele von Amigo hier zum Beispiel, auch immer noch mit untergeordneten Portale von Molta oder DAO, auch recht neu jetzt erschienen.
Eins tiefer sind hier einige Spiel des Jahresgewinner. Bei den Hätten meines Erachtens eines der besten Spiel des Jahresgewinner und hält auf jeden Fall mit den meisten heutigen Spielen noch mit. Winter Tales, ein sehr komplexes, umfangreiches Storytelling-Game. Und das Vermächtnis, ein Spiel, was meines Erachtens ein bisschen unterbewertet ist, weil es ein wirklich tolles Eurogame ist, bei dem es darum geht, einen Stammbaum aufzuziehen. Und dann noch weiter links haben wir Silo Shift, Onslaught, auch kooperatives Deckbuilding-Game, bei dem man sich gegen Alien-Horden verteidigen muss. Hier oben, But Wait, There's More, hatten wir letztens mal auf Toplisten. Hier ist Alarm von Santa Fu, ein Gastgeschenk von einem unserer Fans. Vielen Dank, Steven, hier nochmal dafür. Und auch im Zusammenhang an die Geschichte, die du uns damit erzählt hast oder mit erzählen wolltest. Und ich habe vorher gesagt, Maze Racers, auch ein Spiel, das meines Erachtens wenig Beachtung gefunden hat. Da geht es darum, dass man sich mit magnetischen Steinchen ein Labyrinth baut, ein Kugellabyrinth, durch das man so eine Kugel durchrollen muss. Und dann gibt man das seinem Gegenüber und bekommt dem sein Labyrinth. Und wer es zuerst gelöst hat, gewinnt das Spiel. Also wirklich eine tolle Idee, welche ein Spiel in zwei Hälften einteilt. Und dann gehen wir jetzt unten. Ich mache jetzt zuerst mal die Türen auf. So. Was gibt es hier Gutes zu sagen? Im linken oberen Fach sehen wir ganz rechts Say Anything, ein Spiel, was es nicht ins Deutsche geschafft hat, aber ich verstehe nicht ganz warum, weil es eigentlich darum geht, lustige Antworten auf Fragen zu finden und dann versucht man die lustigste Antwort zu bewerten. Also zum Beispiel, wenn ich gerne etwas sehr Großes hätte, was wäre das? Und Speed Dial ist ein Spiel, was wir auch auf unseren Top 10 von Nürnberg diesen Jahr hatten. Nations the Dice Game, auch ein sehr schönes Spiel meines Erachtens, was vor allem das lange Nations-Spiel in etwas kürzere Fassung umsetzt. Rechts davon haben wir Codenames. Gut, da muss ich nicht viel dazu sagen, das glaube ich ist inzwischen sehr weit bekannt. City of Horror, ein schönes Spiel um Betrug und Verrat während einer Zombie-Apokalypse. Valeria würde ich bezeichnen als ein sehr komplexes Magicorum. Dann links unten, da haben wir noch ein paar unterschiedliche Spiele. Hervorheben ganz kurz Warhammer Quest, The Adventure Card Game, ein kooperatives Kartenspiel, was sich meines Erachtens wirklich dadurch auszeichnet, dass es kooperativ ist. Also man muss sich die ganze Zeit gegenseitig unterstützen. Man schafft es nicht im Alleingang, irgendwelche Abenteuer zu bestreiten. Im Spiel sind 5 Abenteuer mit dabei und das Ganze bildet dann eine Kampagne. Und die Erfolge in einem Abenteuer wirken sich auch auf die späteren aus. Switching Tracks ist ein ganz nettes Zugspiel, bei dem es darum geht, Weichen zu stellen. Und zu guter Letzt, beim ersten Schrank, rechts unten Kingsburg, The Forger Realm, eine Erweiterung, die hoffentlich irgendwann mal wieder neu aufgelegt wird, eine essentielle Erweiterung für Kingsburg. Factory Fun, ein Kickstarter-Projekt, Neuauflage von Factory Fun, was auch lange Zeit vergriffen war, Baseball Highlights 45, ein Deckbuilding-Game, bei dem es darum geht, eine Baseballmannschaft aufzustellen und ein Baseballspiel zu bestreiten. Und Isle of Sky ist ja auch ein bekanntes Spiel aus der letzten Zeit, bei dem es ein bisschen so drum geht. Ja, hat so ein bisschen was von Carcassonne, aber eigentlich auch nicht, denn man versucht hauptsächlich einzelne Gebiete miteinander zu verbinden. Jetzt gehen wir weiter zu dem kleinen Schrank hier oben, der häufig auch als Katzensitzplatz dient. Wie auch gerade eben. Ja, das machst du gut. Wenn wir da reinschauen, dann sehen wir vor allem einige Spiele, besser gesagt, wenn man reinschaut, kann man vermuten, wann dieser Schrank gefüllt wurde. Und zwar, das sind alles Spiele von der letztjährigen Messe in Essen. Da haben wir Flick 'em Up, Ashes Rise of the Phoenixborn, das ist im Deutschen erschienen gerade eben. Und was haben wir noch? Die Flick'em Up Expansion ist noch mit dabei. Und dann so ein paar kleine Spiele wie 8 Epics zum Beispiel. Unten sind auch noch so einige Spiele von Japan Brand und Taiwan Games, glaube ich. Animals Frightening Night. Hier ist das sehr schöne Spiel, bei dem man eigentlich das Spiel nicht wirklich braucht. Aber wir haben es natürlich trotzdem, wenn es rausgehen würde. A Fake Artist Goes to New York. Das ist wie... Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Spyfall. Wie Spyfall, also Agent Undercover. Nur man zeichnet und man versucht den Spieler zu finden, der nicht weiß, was er zeichnet und alle anderen Spieler wissen, was sie gemeinsam für ein Bild zeichnen. Lustige Idee. Big Book of Madness kommt in diesem Jahr auch auf Deutsch raus und ist auch ein sehr anspruchsvolles kooperatives Spiel. Ja,
Und damit kommen wir zum letzten Schrank. Der hat nochmal die Maße des ersten schwarzen Schranks. Ich werde mich jetzt hoffentlich etwas kürzer halten als beim ersten. Ganz oben sind ein paar Spiele eingelagert, die einfach zu groß sind, um untergebracht zu werden. Tumble and Dice und Ave Caesar und Jemblo mit der Schachtel, die nicht wirklich gut in andere Fächer reinpasst, weil ich meine, wer verstaut schon gerne eine sechseckige Schachtel. Ja, trotzdem alles drei super Spiele. Hier im nächsten Fach Kemet, einfach ein wirklich fantastisches Area Control und vieles mehr Spiel. Und Funkenschlag von Friedemann und Friese Verlag, auch ein ganz tolles und bekanntes Spiel an dieser Stelle. Eins tiefer finden wir Sheriff of Nottingham, meines Erachtens eines der besten Bluff- und Verhandlungsspiele, bei dem man versucht, Güter nach Nottingham reinzuschmuggeln. Und Horse Fever, ein Spiel, was vielleicht ein bisschen zu komplex ist für das, was es ist, bei dem es darum geht, ein Pferderennen zu gewinnen oder mehrere Pferderennen, und dabei kann man versuchen, einzelne Pferde zu erwerben, sie zu manipulieren, sie zu verstärken und so weiter und so fort. Links oben, Viticulture ist jetzt auch im Deutschen erschienen, und zwar als Essential Expansion, als Essential Edition, und das empfehle ich auf jeden Fall, wenn man es sich zulegen möchte, weil mit den Erweiterungen wird es deutlich besser. Und obwohl es von alleine schon ein wirklich gutes Spiel ist. Das heißt, man kann es sich im Deutschen jetzt auf jeden Fall holen. Und Jamaica daneben, auch ein ganz tolles Racing-Game. Biblios, auch noch ein Spiel, was Max sehr gerne spielt und ich sehr gerne spiele. So eine Art Draft-Spiel. Und eins tiefer haben wir, ach wieder, ganz viele tolle Spiele. Battlers Candles Cascade, was so ein bisschen dieses alte Videospiel-Flavor aufgreift. Tragedy Looper, ein kooperatives Zeitreisespiel, einer gegen allen Zeitreisespiel, Stille Post Extrem, nicht wirklich, man darf es hier auf Punkte spielen, aber es ist ein tolles, lustiges Spiel. Und jetzt kommen wir nochmal in ein großes Fach, hier haben wir etwas abgedrehtere Spiele, wie zum Beispiel Hamsterrolle, bei dem es darum geht, Steine, Gewichte in eine Rolle einzulegen und die dürfen noch nicht rausfallen, die Rolle rollt natürlich immer weiter. Wie auch immer sich das ausgedacht hat. Toretto Fund, bei dem es darum geht, über Party-Toretten einzelne einzelne Papp-Baumstämme aufzunehmen. Ja. Level 7 Omega Protocol, auch wieder einer gegen alle, sehr gutes Spiel, so ein bisschen an Alien angelegt eigentlich, also von der Thematik, also eine Gruppe muss sich gegen eine Alien-Horde zumindest zur Wehr setzen, und noch andere gute Spiele, die ihr hier sehen könnt und die wir auch schon öfter auf unseren Listen hatten. Jetzt gehen wir noch die letzten Fächer durch. Hier sehen wir einige Spiele von Griffin Games, wie zum Beispiel Ink and Gold und For Sale, meines Erachtens Evergreens, kann man wirklich sagen. Splendor ist ja auch sehr beliebt. Ich war jetzt nie der größte Fan von Splendor, aber es ist ein gutes Spiel. Für mich war es nicht das Beste, aber man kann ihm nichts absprechen. Und hier sind noch zwei Spiele von Blue Line, glaube ich, hieß die Produktion, Blue Games, Democracy und oder Democracy und Fantasy Business, bei die auch einen Blick wert sind, wenn man sie heute noch findet. Hier haben wir die Schlösser des König Ludwig, ein schönes Auktionsspiel auch und ja, Anlegespiel an der Stelle. Rare Dice Game, meines Erachtens eine wirklich schöne Umsetzung des Spiels Ras in Form eines Würfelspiels. Klar, es spielt sich anders, aber es ist trotzdem ein gutes Spiel an der Stelle. Race for the Galaxy. Ich persönlich mag Road for the Galaxy ein bisschen lieber, was wir auch schon mal im Schrank gesehen haben, aber trotz allem bleibt es ein gutes Spiel. Cyrano könnte man mal hervorheben, das kennt man glaube ich eher nicht. Da geht es darum, Gedichte zu schreiben und sich dann gegenseitig zu bewerten. Abgedrehtes Thema, aber es ist eigentlich ganz lustig, auch wenn man nicht wirklich gut drin sein muss in Gedichte schreiben. Und eins weiter unten, da haben wir Airlines Europe, auch selten gespielt, meines Erachtens, aber auch ein sehr schönes Spiel. Nochmal ein Schnipsspiel, vorher hatten wir Flick 'em Up, hier ist jetzt Disc Duelers, wo man Charaktere gegeneinander kämpfen lässt und die Charaktere haben Sonderfähigkeiten, dann kann man Zauber wirken, dann kann man die Hand als Barriere aufs Feld legen, auch sehr abgedreht. Essen, das Spiel 2013, wo man versucht, über die Messe zu gehen und einzelne Spiele zu kaufen. Eine schöne Umsetzung eigentlich von diesen Spielemessen. Hier weiter drüben, da ist ein Krimi-Dinner, hat sich mit reingeschmuggelt.
Sidi Baba hatten wir schon ein paar Mal erwähnt. Das ist dieses Spiel, wo man in Ego-Perspektive durch einen Dungeon durchläuft und einer gegen alle ein unfassbares Konfliktpotenzial beherbergt. Blue, jetzt musst du ein bisschen zur Seite. Ja. Und im letzten Fach, ja, das hat dich jetzt natürlich neugierig gemacht, gell? Da haben wir links unten Dead of Winter, also Winter der Toten, tolles Spiel. Formula D, ein Rennspiel, was bis zu 10 Spieler erfasst. Dann das Spiel nach dem personellen Android, nicht unbedingt für jedermann, aber auch ein sehr besonderes Spiel. Ich glaube, wir hatten es mal auf einer Liste, was war das, Storytelling? Ich lese das Storytelling. Schaut es euch mal an, vielleicht interessiert euch das Ganze. Und rechts dann haben wir noch Imperial Assault, Nachfolger von Descent. Ich persönlich mag Descent mehr, was jetzt nicht unbedingt daran liegt, dass ich Star Wars nicht mag. Ich bin auch ein Star Wars Fan. Aber mir gefällt einfach das Descent Fantasy Universum noch besser. Und dazu kommt noch, dass ich nur eins der beiden Spiele brauche, ehrlich gesagt. Zumindest mit den Erweiterungen. Und ich habe mit Descent schon angefangen, also warum soll ich groß umsteigen? Und hier unten noch das zweite Base-Set von Pathfinder. Das Adventure Card Game, hier Skulls and Shackles, also die Piraten, das Piratengrundset. Inzwischen gibt es ja schon das dritte Grundset und ich glaube, das vierte ist auch schon angekündigt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das waren unsere Spiele aus unserer Sammlung. Es kann immer sein, dass an manchen Stellen des Hauses noch irgendwelche einzelnen Spiele liegen, die gerade mal mit der Post gekommen sind oder die gerade gespielt wurden. Das heißt, es ist möglich, dass ihr auf der Top-Liste ein Spiel seht, wo ihr sagt, okay, wo war das jetzt? Vielleicht war es in der Kiste, im Keller, in der Rollkiste und wir haben es nicht ganz gesehen oder es hat sich irgendwo mal hinter einem anderen Spiel versteckt. Dazu kommt, dass wir immer noch Platz suchen, wo man weitere Spiele unterbringen kann. Wobei die Ablagen, wie ihr gesehen habt, immer schwieriger werden und also ich komme gerade so hin, alles umfassend, aber es ist eigentlich schon eine Qual. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Überblick. Jetzt ist es doch ein bisschen länger geworden insgesamt ja durch unsere Spielesammlung. Ihr seht, wir haben eine gute Auswahl eigentlich. Ich hoffe, dass wir dadurch auch euch immer eine gute Auswahl an Spielen in unseren Toplisten geben können. Einfach weil wir ein bisschen auf einzelne Spiele zurückgreifen können. Und ja. Und das war das abschließende Wort unserer Karte zu dieser ganzen Geschichte. Ja, ja richtig. Und ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Sollten wir unsere Spielesammlung irgendwann nochmal groß erweitert haben, kann sein, dass wir das Ganze nochmal hinzufügen mit einem weiteren Video. Aber aktuell schauen wir erstmal, dass es ungefähr bei diesem Bestand bleibt. Wobei natürlich das neue Jahr geht jetzt ja langsam dann auf die Spielmessen zu, auf die großen. Das heißt, die großen Neuheiten kommen ja erst noch dieses Jahr. Ansonsten, ihr wart hier bei Würfelbox und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.